Moin moin meine lieben Freunde, willkommen hier zurück bei Manni und Günis Forst Imperium 8.0 oder 9.0? Weiß ich nicht mehr. Auch nicht mehr. Aber was heißt denn hier Mannis und Günis Forst Imperium? Seit wann denn das schon wieder? Günis und Günis Forst Imperium. Günis und Günis, nee, Günis und Babys, oder? Du musstest da eh die Hälfte abdrehen. Baby hat mir letztes erzählt, er hat 51%. Und den habe ich vorher rausgeschmissen. Der ist Baby rausgeschmissen? Alle, mach das jetzt hier alleine. Der Baby ist weg? Ja. Oh. Ich werd mich auch umorientieren. Wir machen nichts mehr mit Holz. Wir schmelzen jetzt Kunststoff. Kinder? Ja. Ich bin krank. Wieso? Ich bin krank, ich hab genießt. Oh. Kinder, ich muss ganz kurz, November, reicht's, wenn ich nach dem Weihnachtsfeiertag wieder da bin? Wäre das okay? Ja, pass auf, ich mach dir einen Vorschlag. Oh, jetzt lass kommt Lohnverhandlung, sehr gut. Da habe ich mich schon das ganze Jahr vorbereitet, Günther. Na, hör mal raus. Lass uns doch heute... Ich arbeite nicht mehr wie 30 Stunden, sag ich gleich. Im Monat. Nee, kommt. Pass auf, wir arbeiten heute noch einmal richtig und danach machen wir viermal zu Weihnachtsferien. Was? Ja, wie? Und wir wissen, das machen mit 24.000 Euro auf dem Konto. So, Günther, aber ganz ehrlich, vielleicht sollten wir auch mal anfangen mit arbeiten. Weißt du, was wir für 24.000 alles kaufen können? Ja, nicht viel. Bei den Maschinen, die hier stehen. Da danken wir alle immer und da ist das Geld alle. So, guck mal, da hinten liegt noch der Rindenmulch, hier liegt noch der Hackschnitzel, die müssen noch verladen werden. Und so weiter und so fort. Wie wär's, wenn du mal deinen Arsch in den Radlader schwingst und mal den restlichen Rindenmulch auflädst? Dann würde ich nämlich hier mal der Hackschnitzel machen, dann können wir das Ganze nämlich noch verkaufen fort. Was? Das soll da liegen bleiben. Was? Der Hackschnitzel und der Rindenmulch. Ich habe hier ein Schreiben von der Stadt, das ist ein Rindenmulch drinne. In dem Anhänger. Der ist voll? Der ist voll mit Rindenmulch, Günther. Ja, verkaufe ich den jetzt. Tschüss. Ja, nee, das geht ja gar nicht. Du hast ja gar kein Dings. Ey, soll ich dir was sagen? Und was ist denn hier? Das ist ein bisschen unlogisch. Da ist auch Rindenmulch drinne. Du sollst den Radlader nehmen und den restlichen Rindenmulch da reinhauen. Verdammt ich noch jeder. Bin hier. Da wäre ich schon gleich zum rehemalischen Chef wieder rückfällig. Der ist auch voll. Der ist nicht voll. Der ist voll. Der hat 8% drin. Ah ja. So. Soll ich dir aber mal was sagen, Günther? Ich fahre mal die Siebanlage beiseite, oder? Das wäre mal was. Ich fahre mal die Siebanlage beiseite. Da können wir mal hier ein bisschen. Was denn? Bewegt sich nicht. Wer? Der Volvo. Da gibt's den Knopf. Da drückst du drauf. Oh, da steht P. P wie Parken. So, da musst du mal drauf drücken und dann geht er hoch. Genau. Jetzt. Meine Fresse. Boah, Alter, ist das Ding laut. Die Ketten, ich glaube, die müssen hier oben gewöhnt werden. Oh, Herr Koch. Da hat sich dein Studium hier ausgezahlt. Hallo, Herr Koch. Hallo. Okay. Oh, wo geht's denn hin? Herr Koch. Ist was zu essen? Na, weg mit dem Teil. Die rücken wir schon ab hier, so langsam. Na, so ein bisschen aufräumen können wir ja schon mal machen. Ich sage mal, viele Bäume haben wir nicht mehr, geht das der Auftrag durch? Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Auftrag hat uns viele Monate lang beschäftigt. Das war eine ganz schöne Ausnummer. Hätte ich das gewusst, hätte ich den so nicht angenommen. Ja, gut, so das steht. Gemacht, Moment, wenn ich jetzt mal da hinten rüber gucke, ne, da stehen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aber die sind hinter Berg, das geht ja, schon. Ja, ich sage mal 10 Bäume, gell, was sind denn 10 Bäume? Das ist ja gar nicht. Ja, das ist wohl richtig. Gar nicht ist das. Froh, die können wir auch noch wegmachen. Langsam dann hier weg sind, nicht? Nee, das ist ja gar kein Problem. Die verkaufen wir dann einfach ein Sägewerk noch und dann ist die Sache doch erledigt, oder? Ja, guck mal, das ist doch was. So, ich fahre jetzt hier, wir bauen noch schon langsam zusammen. Wir haben hier die große Dings hier, die Häckselmaschine haben wir schon verladen. Gell, ja, Herr Koch? Ja, eher schwappes Zeit, ne? Ja, gut, weiter. Da fahrt er ja wieder. Ach nee, oder? Ach, du. Wo kommt der denn her, da hinter dem Haufen? Habt ihr den eingebottelt? Menschenskind. Servus. Servus. Grüß dich. Guten Tag. Habt ihr meinen Radlrutsch gesehen? Ich bin jetzt durch den ganzen Wald auch hergerannt. Na, was für ein Ding? Sein Fahrrad. Sein Radlrutsch. Sein Fahrrad. Der Radlrutsch. Radlrutsch. Ein Fahrrad. Ach so, ein Fahrrad. Ja, das haben wir gesehen. Das haben wir sogar gewaschen. Warte, lass mich mal überlegen. Das ist nämlich immer durch die Trommel hier. Schön gereinigt worden. Scheiße, warte mal, der Vorrat. Das haben wir doch irgendwo hier, hatte ich das doch. War das blau? Schnipperle? Nee, wie hieß du? Ah, mein Radlrutsch war blau, ja. Ja, guck mal hier. Da steht's. Ah,
Sieht das aus? Ich hab gedacht, ihr habt das putzt. Naja, das ist auch schon mal ein bisschen Lack, ist halt auch mit abgegangen. Man muss aber dazu sagen, das ist halt auch alt und der Lack war halt porös und ist natürlich klar, wenn man da wie mit so einem Kerl schon mal drauf hält, da fließt halt auch die Sache ein bisschen davon. Okay. Was heißt denn alt? Das war vielleicht 5 Jahre. Na, 5 Jahre! Gott, Gott, wenn das jetzt so eskaliert also, hier mit der Emotionalität und so weiter, ich bring den Serion weg. Ne? Machen Sie es gut, Koch. Ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihre Radlrutsche. Ja, Herr Koch, danke Ihnen vielmals. Ne? Ja, ja nee, das Problem. Ist es. Soll ich mal, ich warte mal, ich würde es mal langsam rausfahren vielleicht. Das ist ein Erbstück. Oh, wer ist denn da? Moment, dann haben Sie es ja vor 5 Jahren geerbt oder wie? Vor 5 Jahren habe ich das von meinem Opa gekriegt, ja. Ach so, dann ist das ein bisschen älter wie 5 Jahre, kann das sein? Ach, gucken Sie mal, hier liegt noch Holz. Das ist ja perfekt. Wissen Sie was? Das schenke ich Ihnen. Kommen Sie her. Ich weiß, Sie sind die Schwaben, die sparen gerne. Die drehen den Euro zweimal rum. Oder auch dreimal. Ja, und davon sollen wir jetzt eine neue Lackierung kaufen. Oder auch viermal. Die Speiche, oh Gott, oh Gott. Was sind mit den Speiche? Ja, guck dir doch mal an. Ja, die sind ein bisschen verrostet. Naja, die haben das erste Mal Wasser gesehen wahrscheinlich. So. Ja, und der Achter im Reifen? Ja, ja, der kann ich nicht für. Der wie? Günther. Der Günther hat das Fahrrad halt auch nicht gerade. Ich glaube, der ist vorne über den Reifen mit dem Radlader gefahren. Hat dem Fahrer ja gleich mal mit dem Reifen über irgendwas drüber. Ne, geh ja mal hin. Also ich glaube, der Günther, der ist da drüber gefahren. Vielleicht gibt der bezahlt ja bestimmt einen neuen Reifen. Der ist nämlich jetzt Chef vom Forst Imperium. Wie, der ist Chef? Der hat die Firma übernommen, der will Chef sein. Also, das ist Gottes Wille. Unter uns, gell? Sag mal, wie hieß du nochmal? Friedrich Schnepperle heißt der. Der Schnepperle, genau. So, pass auf. Unter uns, gell? Der darf immer ein bisschen Chef spielen, jetzt, dass er mal sieht, wie hart das Leben ist. Natürlich ist der kein Chef. Allein, das geht ja schon gar nicht vom Vertrag her und alles. Wisst ihr, wie ich meine? Aha. So, da bin ich natürlich. Wenn ich will, kann ich schon mit dem Finger schnipsen und halt den einfach raus. Und das weiß der. Der Günther, du Chef. Könnt ihr jetzt hier mal arbeiten oder was? Pause ist vorbei. Ja, ich hab dem gerade gesagt, dass du da mit dem Radlader über den Reifen gefahren bist. Nee. Das war Brunsbett. Oh, wie, also hier wird alles auf ganz der andere geschoben. Ja gut, Günther, ich schaffe das Schien, Zeug weg. Oh, was ist denn jetzt? Ich schaffe das Zeug weg, Günther, gell? Jo, bring mal weg, Manni, Beile. Du, sag mal, hat der hier hinten eine Kupplung dran? Schnepperle. Schnepperle. Schnepperle, ja. Ich würde einfach sagen, kauf dir ein neues Fahrrad. Gut, dass du nichts zu sagen hast. Wie bitte? Günther? Oh. Hat der hinten eine Kupplung dran? Kannst du mal gucken, bitte? Nee. Also ich kann dir schon mal eine Sache sagen. Wir werden definitiv einen Anhänger verkaufen, und zwar diesen hier. Warum? Der gehört gar nicht uns. Nee, der gehört dem Koch. Psst, der gehört dem Koch. Der gehört dem Brunsmann. Dein Koch. Der gehört dem Brunsmann. Dein Brunsmann. Der gehört dem Brunsmann. So, pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Und zwar... Feldwürdig braucht ihr. Ich sag mal, haben wir noch ein Fahrzeug hier, irgendwas zu transportieren? Guck mal, hol mal unseren. Oh, warte mal, Günther. Warte mal. Das muss gehen. Warten kann ich. Ja, dann kannst du nämlich mit dem Trecker. Oh, Scheiße, der hat auch keinen Anhänger. Der hat keinen Anhänger, guck mal hier. Warum hat denn der. Was macht denn der? Du machst doch mehr kaputt als du da. Nix. Ich geh geschwind das Holz verkaufen, ich bin gleich wieder da. Aber, ja, mach das. Schäpperle. Was macht der denn? Ich trinke auch mit dem Achter und Reifen da. Die Kette knallt doch gleich runter. Und da Kittel noch einmal. Oh, das geht. Günther! Ja? Günther, wir können los! Okay, wo bist du? Ich komme hier. Ach du Scheiße. So, wir können los, Günther. Lass uns mal den Scheiß hier verkaufen, fix noch. Dann lass uns den Rindenmulch noch holen. Oder ich hole den Rindenmulch und du schnappst ja dann noch gegen. Da fahrst du mal vor vorne weg, komm, gib Gas. Nee, ich weiß ja gar nicht wohin. Da runter zum Händler. Hier also links. Rechts. Links. Aua, Scheiße. Ja. Aua. Was macht der denn? Der hängt da im Baum fest. Oh, Scheiße, brauchst du Hilfe, Herr Schnepperle? Scheiße, jetzt bin ich da gegen den Baum gefahren. Ehrlich? Oh, das tut mir leid. Ich sag euch ganz ehrlich. Manni, Vorsicht, Vorsicht. Was denn? Da im Baum hängt der Eichenpräzisionsspinner. Ach du Scheiße. Da müssen Sie aufpassen. Oh, da gehe ich lieber weg. Ach, der spinnt Ihnen in das. Eichel. Eichen, nicht Eichel. Eichel. Nee, Eichel. Also wirklich Eichel? Nein, Eichen. Aber warum juckt Ihnen denn die Eichel? Präzisionsspinner. Eichel. Nee, achso.
Nee. Dann sollte ich vielleicht doch mal zum Arzt gehen. Ja, der war auch ziemlich lange weg, vielleicht aus dem Urlaub, was Falsches. Naja. Nee, das ist eine Raupe. Ja, ich weiß! Mit Brennhaaren. Ja, und die hat das Fahrrad eingespannt und wenn das jetzt wieder raus ist, verbrennst du. Ja, das war. Also, oder dann kriegst du Autoschlag. Können wir jetzt endlich was als Rittenmulch abgeben? Oh, ja, komm. Dann meine Fresse, halt so es geht doch gar nicht voran hier. So. Günther, fahr vorne weg. Pass auf, wir müssen. Wir hauen das Rindmulch weg und dann fahren wir wieder rauf und dann müssen wir uns eine Sache überlegen, Günther. Was? Und zwar, ob wir. Günther! Ja? Ja, du bist doch, oder? Ich bin Günther, ja. Du bist doch Günther, genau. Ja. Und wenn ich sage Günther, fühlst du dich angesprochen. Sehe ich das jetzt richtig oder falsch? Aber hier heißt doch noch jemand Günther. Ich dachte, du meinst den anderen Günther. Wer denn? Günther, kick deine Schizophrenie wieder. Müssen wir wieder einen Termin machen? Nee, der Koch, der hat den zweiten Namen Günther. Der hat doch nicht den zweiten Namen Günther, erzähl euch so einen Scheiß. Ja, hab ich ja gelesen auf seinem Ausweis. Der hat halt Günni. Verdammt. Dann sag ich halt Günni, aber Günni klingt mir ein bisschen zu freundschaftlich für unser aktuelles Vertrauensverhältnis. Aber du musst das auch mal so sehen. Ja? Ich bin der Einzige, den du vertrauen kannst, so. Das ist so nicht ganz richtig. Ich kann ja mir vertrauen und mir vertraue ich am liebsten. Ich fahr mal ein bisschen vorne weg, ne? Ja, warte mal. So, pass auf, Günther. Wir verkaufen jetzt das Rindenmulch, gell? Ja. Und wenn wir das Rindenmulch verkauft haben, müssen wir oben noch die Hackschütze holen. Einer kann aber, das Sägewerk hat nämlich gemeldet, Günther. Da ist einiges fertig, was auch wieder verkauft werden kann. Weißt du, wie ich meine? Puh, ich als Chef sag, wir machen gleich Feierabend. Also du wirst nichts mehr verkaufen. Ja doch. Aber wir machen Feierabend. Oder was war Günther? Dann mach doch mal einen Vorschlag. Keine Ahnung. Dann sag doch. Sag, wie es läuft. Sag, was wir machen. Ich mach einfach nur okay. Ja, Günther, mach ich. Da du ja gerade schon gesagt hast, unser altes Verhältnis, da müssen wir da alles nochmal ein bisschen aufbauen. Ich würde sagen, Feierabend, Kneipe und einfach mal ganz gemütlich ein Bier trinken und über die Probleme reden, damit wir das lösen können. Und dann... Günther! Tun wir so, als wenn wir es gelost hätten, ziehen das zwei Wochen durch und dann machen wir die gleiche Scheiße wieder von vorne. Günther. Ja. In 48-fachen Doppelknoten löst man nicht so einfach. Indem man sich hinsetzt und einfach mal drüber spricht. Den muss man langsam und sorgfältig wieder entknoten. Weißt du, wie Stück für Stück für Stück für Stück. Kann ich irgendwo akzeptieren und auch verstehen, aber nö. Aber? Wie manchmal nö. Hilft auch eine Schere, dann kannst du den Knoten einfach durchschneiden. Ja. Hm. Oh. Und dann tust du es wieder zusammenknoten und dann hast du wie einen Langfaden. Guck mal, was auf unserem Konto passiert, Günther. Nur mal so zur Abwechslung. Davon kaufe ich mir jetzt heute. Übrigens, wir haben den Unterlegkeil gar nicht weggemacht unter dem Anhänger. Welchen Unterlegkeil? Bei mir unter dem Anhänger ist ein Unterlegkeil. Oh Scheiße, das läuft aber langsam raus, wenn das hier nur hinten über den Dings kommt. Kann man hier hast du das abladen? Jetzt über die ganze Straße gezogen? Ich hab den jetzt, ja. Aber der Plastikkeil ist schon gut runtergefahren. Ich denke mal, der wird mal drüber flutschen. Ja, das ist gut. Na gut, Günther. Also, sehe ich richtig. Ich muss heute nichts mehr machen. Wir machen dann Feierabend und du wirst gleich gehen, dir sinnlos wieder die Batterie abklemmen. Ja, warum nicht? Bist du dabei? Den Schaltkasten neu auflöten. Was? Ja, bist du dabei? Nee, ich trinke ja kein Alkohol. Ach so. Ja, du kannst auch eine Milch trinken, du kannst auch eine Cola bestellen, wenn du willst. Das letzte Mal, als ich nach Kneipe eine Milch getrunken habe, wurden mir Schläge angedroht. Und zwar nicht nur von den Gästen, auch von der Besitzerin. Oh, okay, das ist hart. Oh, guck mal, da bist du doch schon. Ja, moin. Ja, da vorne läuft das Gitter, da einfach reinkippen, gell? Ja. Ich fahr hoch, hol den Reden. Was? Pass auf, Manni. Wir haben ja jetzt erst 10 Uhr, dann findest du selbst ich ein bisschen früh für Kneipe. Wir arbeiten noch ein bisschen, aber danach, wenn wir fertig sind, gehen wir Kneipe. Wenn du mir das versprichst, bin ich heute der vorbildlichste Mitarbeiter, den du je in deinem Leben gesehen hast. Wie, du bist wieder Mitarbeiter? Chef. Siehst du, merkst du selber, Günther, du kannst dich mit der Chefrolle gar nicht identifizieren. Du kriegst dich gar nicht damit identifiziert. Das ist nicht für dich, Günther. Doch. Das ist nicht für dich. Nee, glaub mir. Das ist so ein, dieses Verantwortung übernehmen. Ich glaube, du willst gerne, aber dir ist es, wie sag ich das jetzt am diplomatischsten? Also du würdest gerne, aber so, Günther? Ja? Der Beppi hat doch so ein, sag mal, hast du eigentlich mal was von Beppi gehört? Der ist krank heute. Der ist krank? Ja. Der hat doch dieses kleine Auto da, wo der immer rumfährt. Ja.
da kam mir gerade der Schnäpperle drin entgegen. Oh, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, vielleicht holt er jetzt den Kammerjäger, um sein Fahrrad rauszuspielen. Das kann sein. Oder kommt schon neue Felge. Welche der achte? Das könnte auch sein, ja. Dass die wieder raus ist. Naja, pass auf. Oh, ich hab da, glaube ich, was entdeckt, Manni. Warte mal. Wie, du hast was entdeckt? Was hast du denn entdeckt, Günther? Ein Spielplatz. Ah, ein Spielplatz. Ja, ja, gut. Ein Spielplatz halt. Das ist gut zu wissen, dass hier ein Spielplatz ist. Da finde ich auch, Günther. Es ist wichtig zu wissen, wo die Spielplätze sind. Ja. Warum? Das ist ein Geheimnis, aber ich verrate es dir. Okay, Günther. Da kann man am besten Frauen kennenlernen. Du gehst auf den Spielplatz, um Frauen kennenzulernen. Ja, dann gehe ich da hin und tue, und wenn dann ein Kind hinfällt, dann tue ich so richtig besorgt. Oh nein, geht's ihm gut? Wo ist denn deine Mama? Und bla und blub. Und dann sagt er da, und dann kommt die Mama meistens schon angerannt. Dann sind sie Single, dann sagt sie, nee, ich habe einen Mann, und dann gehe ich. Dann stehe ich einfach wortlos auf und gehe zur Seite. Darf ich das richtig sehen? Du suchst eine Single-Mutti mit Kind. Nee, eigentlich nicht. Aber ist es nicht irgendwie dann komisch, dass man auf dem Spielplatz, wo nur Mütter mit ihren Kindern sind, die Frauen anspricht? Ja, aber vielleicht sind da ja auch Nannies bei. Wie viele Nannies hast du schon gefunden? Würde mich einfach mal so interessieren jetzt, weil vielleicht ist es ja ein guter Tipp, weißt du? Noch keine. Aber warte, bevor du jetzt was sagst. Nee, ich würde nie was sagen, Günther. Du gehst ja auch nicht einfach zum Fluss und sagst, oh, da liegt Gold. Da muss man nachsuchen, Manni. Den Goldklumpen muss man suchen. Und das naja, ist genau so wie mit der alten auch. Die musst du suchen und finden. Die Frage ist ja aber, Günther, ob du den Goldklumpen im Dorfdeich suchst oder vielleicht irgendwo, wo die Wahrscheinlichkeit, Gold zu finden, ziemlich hoch ist, weil da vielleicht mal eine Goldmine war an dem Bach. Weißt du, wie ich meine? Und ich hab irgendwie das Gefühl, du suchst das Gold im Dorfdeich. Glaub auch. Also ich weiß nicht, ob das so... Sag mal, wo kommen die Hackschnitzel eigentlich hin? Wo verkaufen wir die? Bei selbe Stelle, oder? Ist das auch? Kann man da auch Hackschnitzel verkaufen, ja? Keine Ahnung, ich sag das mal so. Okay, na, ich komme auch noch gedüst. Ja, oh mein Gott, das geht sowas von schief. Oh mein Gott. Ja, erzähl ruhig weiter, genau. Oh, ja. Striften. Und wenn ich da meinen kleinen Goldklumpen gefunden habe, dann mache ich... Oh, was oh mein Gott! Günther, da ist doch bei dir. Der sitzt, aber sitzt da doch Schnäpperle drin? Der ist gerade an mir vorbeigefallen, aber den habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Kann ja nicht wahr sein. So, na gut. Also pass auf, was machen wir danach? Wollen wir dann noch zum Sägewerk fahren? Ja, wollen wir dann? Wir. Ja, pass auf, dann nimm dir doch bitte oben mal den Tieflader und fahr doch mal bitte zum Sägewerk schon mal. Okay, und was ist mit den Hackschnitzeln? Na, ich habe gerade eine volle Ladung geholt. Ach, raus. Ist schon alles weg? Nicht ganz! Okay. Ja, nee, nicht gut, ganz, aber ich würde den Rest dann auch noch holen. Tieflader und zum Sägewerk. Tieflader, fährst zum Sägewerk. Oh, guck mal. Wer ist das hier? Servus! Ich komm den Berg nicht hoch. Ich komm den Berg nicht hoch. Hallo? Hallo, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, Nick. Wie geht's dir? Ja, mir geht's wunderbar, ne? Ja, sehr schön. Was macht... Ey, du, ich hab eine Frage. Was macht eigentlich das Boot? Das Boot ist voll in Produktion gerade. Das Boot? Ja, natürlich. Ich habe heute die Metall endlich eingefüllt und jetzt werden die Metallnägel hergestellt. Okay. Mhm. Sehr gut. Also quasi, was fehlt noch alles? Sollen wir noch irgendwas liefern? Ist alles da, oder? Ja, wenn ihr noch ein bisschen Holz anliefern würde für Bretter. Bretter? Ja, ein bisschen Bretter. Bretter, normale Bretter? Fliesen Bretter? Machen, Holzfliesen. Holzfliesen? Mhm. Na, wir können mal hier Dings im Fliesenwerk nachfragen. Da laden wir das mit auf und bringen das rum. Ich habe vorhin schon ein paar Paletten geholt. Ich werde, glaube ich, nachher werden noch Paletten da stehen, ja. Ja. Da könnt ihr die liefern. Du, pass auf, ist kein Problem. Also, ich guck dann mal ins Sägewerk. Wir wollen sowieso das Material dort abholen, was alles fertig ist. Da ruf ich dich nochmal an. Okay, super, wunderbar. Was für Bretterchen du da brauchst und so, gell? Super. Alles klar, Nick. Okay, bis später. Nee, Rick war's, oder? Rick, ja, Rick. Rick, na gut, alles klar, Rick. Gut, alles klar, super. Ey, wenn du mal gucken willst, da könnt ihr so um auf der Baustelle. Okay. Okay. Ach ja, oder Rick, netter Kerl, Holländer. Günther, Günni, ich hab Rick gerade getroffen. Ja? Rick! Ist er? Der Holländer! Holländer? Rick, der Holländer! Der Rick Holländer?
Nee, sag mir nix. Willst du mich verarschen? Der das Boot für uns baut. Ah, nee, sag mir nix. Günther, es ist doch, wirklich. Warte mal, es jetzt, ist, jetzt! Günther, es ist unten. Wirklich schwierig, heute die Konversation mit dir zu finden. Du meinst so. Was meine ich denn? Da am Schiffswerf, der Typ da. Ja, Rick! Ja, der Holländer! Ja, kenne ich. Ja, der ist doch gut. Okay. Okay. Das läuft ja alles gar nicht. Lass es so stehen, Mann, ich mach's du mal, ne? Was denn? Nix. Wirst du schon sehen, wenn du kommst. Ich verstehe nicht, warum. Warte mal, ich glaube, wir können hier gar kein Dings ab. Och, scheiße. Hier geht keine Hackschnitzel-Dings. Hackschnitzel werden hier nicht angenommen. Wo kriegt man die Hackschnitzel los? Scheiße, genau, wo kriegt man die Hackschnitzel los? Heißen die Hackschnitzel bei dir? Ja. Okay. Altes Sägewehr, Aussiedler hoch. Warte mal, fahr mal zum. Lenk mich mal. Aussiedlerhof, fahr da mal hin. Wo ist das? Lenk mich mal. Ja, warte. Ich bin hier beim Händler unten. Das mit dem SUV und dem Anhänger ist irgendwie keine so gute Idee, glaube ich. Aber naja, was soll's. Oh, der Zug kommt. Grüße. So, dann wo ist denn das jetzt? Ja, hier ist es. Pass auf, wenn du vom, wenn du jetzt links rumfährst, die Straße folgst, bis zum Ende, wo du zum Waffelhütte Süd kommst, fährst du rechts hoch und dann ist das nachher auf der linken Seite. Was? Ey, warte mal, ich bieg hier jetzt links ab. Nee, warte, wo bist du denn? Na, unten beim Händler! Nee, da bist du falsch. Ja, wo ist, sag doch mal bitte, wo ich lang fahren muss. Umdrehen. Ja, oder so. Ja, umdrehen. Ich dreh jetzt um. Nächste Kreuzung, rechts. Jetzt fahr ich hier rechts, oder was? Ja. Okay, ich fahr jetzt hier rechts. Dann unten, dann am Händler vorbei und dann die Straße links. Ganz unten. Nee, warte mal, von dir aus gesehen rechts, von dir aus gesehen rechts, rechts, rechts. Ja, kannst du auch fahren. Ja. Kann ich auch die rechts fahren? Ja, geht auch. Okay, bin ich. Und die fährst du jetzt geradeaus die ganze Zeit durch, da kommt nachher eine Kurve. Ja. Und dann kommst du wieder auf die Hauptstraße, da fährst du links. Ja. Ich flutze dich. Und da vorne stand links. Ja. Ich gebe Vollgas, Günther. 110 habe ich schon drauf auf Dauer. Ich sehe es, hoffe ich nicht. 120, Günther. 125. Manni, du hast mir noch den Lohn nicht bezahlt. Oh. Anhänger quer, siehst du mehr? So, jetzt pass links. Auf, da kommt gleich eine Kreuzung und dann links. Oh, hier ist ein Bahnübergang. Ist offen. Hier links? Ja, links. Ich zieh durch. Jo. Oh, Scheiße. Ja, bin ich. Okay, weiter geradeaus. Immer geradeaus. Jojo. Immer geradeaus. Jetzt kommt hier eine große Brücke, genau. Über die bin ich auch schon mal gefahren. Über die Brücke fahren? Über die Brücke. 7 Brücken müsste gehen, Günther. Um eine große Liebe zu finden. Zu sehen. Ja, zu sehen. Gehen, sehen. Und jetzt? Jetzt rechts, 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 rechts. Hier rechts? Jo. Oh, das kannst du auch mehr sagen. Da bremst du jetzt ein bisschen länger, Jo, mit zu viel Hackschnitzel. So, ja. Über 7 Brücken musste gehen, um den Günther nie wieder zu sehen. Nur 7 Brücken hinter dir sprengen. Und im Glücksfall macht der Günther mit Peng. So, wo dann? Weiter, weiter. Wir müssen gleich ein Haus kommen, auf der linken Über Seite. Über den Wolken. Siehst du das Haus jetzt? Linke jetzt Seite? Links ist das! Ja, da voll Bremsung am Steigen gemacht. Oh, Scheiße, ich bin in die Garage gefahren, Günther. Warte mal, der kühlt Hackschnitzel? Jo. Den kenn ich gar nicht. Hab ich noch nie gesehen, ja. Na, ich schau dir das jetzt hier vor der Bude, oder was? Ja, mach mal. Okay, okay. Geht? Jo, geht. Wunderbar. Wunderbar. Sag mal, was machst du denn da auf meinem Tieflader? Ich hab doch eine Festbock gemacht. Ein paar Maultaschen an Backen hauen. Was hat er gesagt? Welche Backen willst du hauen? Ich hab mir ein paar Maultaschen hinter die Backen hauen. Hat er dich gehauen, Günther? Nee. Will der dich hauen? Das weiß ich nicht. Willst du mich hauen? Ich will doch ohne niemand hauen. Ich hab Festbock gemacht. Will der dich hauen, Günther? Irgendwas hat er mit Gespucken gemacht. Nee, hauen will er nicht. Hat er dich angespuckt? Nee, auch nicht. Oh, geil, wartet, bis ich um bin. Das will ich alles sehen. Nee. So. So, jetzt, naja, jetzt das läuft ja leider. Ich kann leider nur über den Kornschieber abladen, Günther. Das läuft ein bisschen langsam alles. Naja. Ja, okay. Wo bist denn du mit dem. Sag mal, bist du mit dem Tieflader am Sägewerk? Noch nicht. Günther! Wie lange bist denn du schon unterwegs? Wieso ist denn hier die Badewanne drauf? Weil die Badewanne auch weg muss. Okay.
Günther, mache Eier jetzt sofort in die Förder da runter. Ich bin gleich da. Du, steig ein. Ich komm mit, ja. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ist der Kocher Sägewerk? Das vom Brunsmann oder ja, das andere? Ja, 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 das vom Brunsmann, da wo wir unser Holz immer hingeliefert haben. Ja. Das ist eigentlich gar nicht weit weg von dir. Scheiße, wie komme ich denn am schnellsten hin? Warte mal, wo bin ich denn? Hä, wo bin ich denn? Ach du heiliger Bimbam. Oh, hä? Das ist ja nun nicht gerade um die Ecke. Da muss ich ja am besten vor euch. Das Brunsmann-Sägewerk? Ja! Das ist ja komplett da oben. Du fährst die Straße, fährst du wieder zurück und biegst unten nicht rechts oder links ab. Wo ist denn scheiß Problem? Und nach der Brücke wieder links. Günther. Günther. Was denn für eine... Ach da. Ich hab es, Manni. Keine nicht. Sorgen. Ey, Günther, nee. Nee, Günther. Nee. Du hörst, ich kann dir ja navigieren. Ja, navigier mich. Sag mal, Günther, hast du deine Tabletten nicht genommen oder was ist denn los mit dir, Alter? Ich hab was, also keine Ahnung. Ja, ey, Junge, du kommst mir vor, als wärst du, weiß ich nicht, als würden wir uns heute das erste Mal treffen. Wieso? Ja, keine Ahnung. Oh, kannst du dich noch daran erinnern, Günther, wo wir uns das erste Mal getroffen haben? Das allererste Mal, wo wir uns über den Weg gelaufen sind, du und ich. War in der Grundschule, ne? Boah, weißt du es noch, ey? Wie wir voneinander standen, haben uns angeguckt. Stell dir mal vor, ich wäre an dem Tag. Was hab ich? Hast du mir in die Haare gezogen? Ja, ja, gut, du warst aber auch der Einzige in der Grundschule, der hinten den Zopf gemacht hat. Junge, ich hab dir immer gesagt, von Gorilla. Ich dachte, du navigierst mich! Oh, ich glaub, hätte mir rechts gemisst. Sag mal, seid ihr bescheuert? Ich hab gerade mal Fashbobix reingeguckt. Tut mir leid. Was? Sag doch! Weiß ich nicht, was hast du? In my Fashbobix hab ich reingeguckt. Bin ich auch mal heute schlecht. Ich weiß nicht, was du. Nee. Nee, ich würde ein Plunderstückchen nehmen. Hier links oder hier was jetzt? Da muss ich links jetzt rein, ja. So, Günther. Aber kannst du dir vorstellen, damals, als wir uns das erste Mal getroffen haben, und jetzt stell dir mal vor, was für ein erfolgreicher Geschäftsmann ich wäre, wenn ich damals einfach umgedreht wäre und wäre einen anderen Weg gegangen. Ja. Und wäre nie mit dir zusammen, hätte ich das alles nicht gemacht, wisst ihr? Und hätte ich gedacht, ach komm, der Günther, da kriegt sie irgendwann die Kurve. Nee, ist nicht wie alle sagen, der ist kein Alkoholiker. Nee, auch wenn er mit 11 schon raucht, ist nicht schlimm. Gell? Günther, es war einfach vernichtend. Es war vernichtend. Ich habe die ganzen Zeichen, habe ich alle nicht gesehen. Dein ganzes Lotterleben. Da war die rosa-rote Brille vielleicht nur auf. Ja. So, ich bin da, wo du bist. Und jetzt? Ja. Gottes Wille! 30 Jahre später. Sieben Insolvenzen. Sieben Insolvenzen. Also die Macke war schon gut. Hier liegt ein Holzanhänger von uns mit Holz. Ja, nimm mit. Der liegt aber. Wer hat denn den da so abgelegt? Das ist ja eine Katastrophe. Ich bin jetzt gleich am Sägewerk übrigens, gell? Ja, wir machen schon Pause hier. Ich wollte es nur sagen. Wir machen Pause. Pause braucht ihr gar nicht machen. Wir müssen die ganze Scheiße aufladen. Wir sind doch gleich. Muss alle. Oh, Scheiße, die Wand an. Muss alles aufgeladen werden und muss alles noch verkauft werden hier. Deswegen, wir müssen ein bisschen Finger ziehen, Günther. Ja. Okay, Schleppere. Mit Vorsicht, alle Sauber. Entschuldigung, da war ich mal ein bisschen übereifrig. So, Schleppere, aufladen. Ja, super, jetzt ist er gegen Tier gefahren. Jetzt geht die Tiere nicht mehr auf. Ja. Geht die Tiere nicht mehr auf. Und du, ne? Ja, hast du richtig gemacht. So, du nimmst ja jetzt Günther. Steig jetzt da ein und nimm dir das Ding. Ja, dann macht der Schleppere jetzt. Wer? Der Schleppere. Wer? Du! Ey, wie soll ich dir was sagen? Schleppere? Schleppere? Scheiße. Schlepperle heißt ich. Achso, ja, komm hier. Mach ich dann eben, so, die keiner macht. Guck dir das an, Junge, so lädt man die Paletten. Ein geiler Typ, ey. Der Manfred, ein geiler Typ. So, pass mal auf, die müssen wir hier richtig schön ordentlich drauf tun. Kannst du mal die Spackorte mit allen abmachen, Günther? Nö. Warum nicht? Muss ich die Zange wegen weiter auseinander mal. Nee, das passt doch so. Siehst du, guck mal. Mittig, rechts, oh Gott, links, fertig. Ja, lass den das ordentlich machen. Er meint auch. Genau, die Spanngurte! Ja, was denn für... Ich bin noch hier am Laden!
Sag mal, du doch nicht die Bretter dorthin! Warum? Mach dir vorne drauf! Okay. Kennst du mir die Spanker? Ja, danke. Wenigstens einer, der was drauf hat. Weißt du mit dir, warum setzt du dich jetzt wieder in den LKW? Nee, doch nicht. So. Geht doch gar nicht. Nee, sind immer noch dran. Ich kann nicht mehr aussteigen. Och, nee. Man hat sich auch auf den Kühlmann gesetzt. Kann wieder aussteigen. Ach, schade. So, jetzt aber. Gut, genau, da drauf. So, Schnepperle, du kommst mit her, ja. Was willst du denn? Na komm hier, back drüber an. In der links, in der rechts. So. Scheiße, ja. Die Kacke hier rumtragen. Ist schwer. Ja, freilich ist schwer. Das machst du alleine sonst. Macht ja gar keinen Spaß so. Nicht wieder Günther hier Balken. Oh, scheiße. Vorsicht. Oua. Hast du es auf den Kopf gekriegt? Na, auf mein kleiner Zeh. Och, Mann, jetzt sind die Dinger. Oh, scheiße. Vorsicht. Och, Mann, oh. Pass auf, Umdrehtechnik. Jupp. So, zack. Ich mach grad nix, gell? Ja, ja. Kein Problem. So, pass auf, die Dinger müssen wir ordentlich ranrutschen hier. Hol mal eine neue. Komm nur. Neue oder was? Hier muss ein bisschen Arbeit werden. Sag mal, Günther, ist das immer noch die erste Palette? Zweite schon. Wo ist denn die erste? Andere Seite. Wo denn? Hier neben der anderen. Die sehe ich gar nicht. Oh, nee, die steht da. Ehrlich? Ja. Okay. Sicher? Stell sie mir ab hier oben. Ich baue es ein. Schön draufstellen. Ja, gut. Was? Oh, fast ein Toast geschissen, du. Oh. Okay. Das wollen wir nicht, gell? Ist klar. Ey, die klebt hier fest. Die verstimmt mit der nicht. Das war genauso wie mit der anderen. Ja, sag ich doch. Oh, nein. Na, warte mal, ist das mit den Schwein. Ist sie jetzt runtergefallen? Ich sehe sie nicht. Ach so. Warte mal, Günther. Ich kann dir mit den Spanngurt nochmal. Vielleicht ist das auch. Mach mal. Ah. Ja, okay. Okay, wunderbar. So, danke dir. Zack. Okay, wunderbar. Ey, mit dem Schnepperle, das läuft ja. Das gibt's ja gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass ihr Schwaben so arbeiten könnt. Ich dachte, ihr könnt noch sparen. Ist die jetzt so? Du brauchst dich nicht bedanken. Ist die noch runter? Ist die jetzt runtergefallen, die andere, oder nicht? Ich sehe die nicht. Ja, ist sie. Die ist runtergefallen. Du, stell ordentlich her hier, die Scheiße. Warte. Hier. Machst du das? Ja, ich bring sie dir. Bring die her. Ja. Oh. So, drauf das Ding. Ah, hier kriegen wir noch zwei drauf. Oh, mal, warte, ja doch. Geh mal nicht auf den Sack. Ich muss dir was sagen. Was denn? Ich hab dich angelogen. Wie, du hast mich angelogen? Da war nur eine Palette drauf. Du Drecksau. Ist nicht deine Scheiße ernst, ey. Komm, die ganze Scheiße hier muss noch drauf. Warte mal, das sind noch Bretter. Die muss aber hier rüber. Warte. So. Ja, da hinten sind auch noch Bretter, die auch noch. Alles. Alles muss da drauf. Gottes Willen. Ja. So. Wir müssen das alles wegschaffen. So. Perfekt. Und die kommt hier drauf. So, perfekt. Weißt du? Nein. Muss ein Kaugummi essen. Warum? Meinen anderen. So. Kommt hier drauf. Und die kommt hier drauf. So. Oh Gott, sag mal, Bodybuilding. Geil. Oh, mach lieber kein Bodybuilding. Die Muskeln sind total hässlich. Sag ich dir. Morgen erst mal wieder Rücken. Oh. Okay. So. Kann mir richtig vorstellen, wie du auf dem Stepper immer stehst. Ja. Aber Günther? Da lachst nicht nur du. Ja, der Kind, denn? Der Kind, du gehst auch ins Fitnessstudio, ist doch das ähnlich wie mit dem Spielplatz, oder? Nee. Na soll doch, ich dir die schon, oder? Geschichte erzählen, warum ich da bin? Nee. Okay. Oh, so, erzähl mal. Ich wurde gezwungen. Von wem? Von deiner Frau? Ja. Ist das dein Ernst? Doch. Ich wurde wirklich gezwungen. Nein, scheiß Ernst. Doch. Jetzt sagst du, gehst du Scheidung incoming oder was? Nee, nicht so, aber ja. Jetzt gehen wir da immer zusammen hin, weißt du? Deswegen, ach so? Ja. Ach, die gehen auch? Und das Schlimme ist, ich kann nicht mal sagen, heute geht nicht. Dann lässt die sich nicht drauf an. Das ist... Genau, das ist das Beste, was ich hier... Wie, du hast eine Frau? Ah,
Ach, ja, ja, also imaginäre, ne? Ja, ist klar. Nee, Günther, find ich klasse. Find ich klasse, also, super Sache. So. Ein Schnäpperle, ich muss ja sagen, wirklich wunderbar, wie du das hier machst, aber ist alles ein bisschen durcheinander. Wie durcheinander, du hast doch nicht alle, das mach ich. Ja, alles gut. So, bis auf, ich baue hier übereinander. So, die war aber schwer. Ein Elch Brummschrei oder was? Ja. Wenn du dir am Ende schießen willst, musst du auch einen richtigen Brummschrei drauf haben, Günther. Da klemmt es noch ein bisschen, glaube ich. Komm auch. So, du musst im Fitnessstudio übrigens auch machen, gell? Nee. Dann mach das mal, nimmst du glitzende Handeln? Und dann machst du so. Das ja. Es tut mir leid, Manni, ja? Aber. Was denn? Da hängt noch ein bisschen mehr dran, ich muss mich auch benehmen. Quatscher! Günther, wie viel Eiweiß trinkst du eigentlich pro Trainingseinheit? Gar kein. Was? Also ich dachte, du machst vorne immer eine kleine Verkostung an der Bar. Ach so, damals, ja, da hole ich mir immer mit Erdbeergeschmack. Und Waldmeister schmeckt auch ganz gut. Aber ich weiß nicht, ob das ein Eiweißshake ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich nur so ein, naja, weißt du nicht. Es ist auf jeden Fall richtig flüssig, nicht dickflüssig oder so. Richtig, okay. Also nicht, kein Eiweißshake wahrscheinlich. Nee. Oh, so, sehr gut. Aber man darf die Maschine nur benutzen, wenn man dieses eine Erweiterung hat, nicht die Standardmitgliedschaft. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber du darfst da so oft hin, wie du willst, wenn du die zweite Mitgliedschaft hast. Ja, darfst dann alles kostenlos ganz viel saufen, gell? Genau, ja. Auf Nacken vom Inhaber. Genau. Geil. Ich würde da wirklich ja... Da kann ich wissen, was der Schnäpperle da machen würde. Hä? Da würde er in die nächste Getränkehandlung gehen und würde sagen, ich brauche 5 leere Wasserkästen. Und dann würde er einfach seine Wochenration erfüllen. Und würde da so 2,5 Stunden stehen und würde einen ganzen Verkehr blockieren, weil er da seine Flaschen erfüllt. Geil, oder? Bin ja, eigentlich gar nicht so blöd. Wenn man da schon abfüllen kann, oder? Naja, ist aber eigentlich gar nicht so blöd, oder? Glaub, eigentlich gar nicht so blöde. Aber ich glaube, da würden die was sagen, oder? Das sagst du, ich hab bloß Mitgliedschaft. Kannst du gar nichts machen. Dafür zahle ich 3,99 mehr im Monat. Deswegen mach voll. Einige Monat, Junge. Und ja. Dann musst du jede Woche 5 Kästen Wasser auswandern, ey. Auf ganz entspannt. Und da musst du eigentlich noch rotzfrech musst du vorgehen und sagen, Geschmack Himbeer, Waldmeister, Orange und Zitrone ist alle. Könnt ihr mal bitte nachfüllen? Ich hab noch 2 Kästen. Ich hab noch 2 Kästen. Das ist gut. Das ist gut. Ey, das ist gar nicht so doof, Alter. Das ist gar nicht so doof. Ey, haben wir noch so eine lange... Oh, eine haben wir noch. Die nehme ich. Sag mal, Günther! Ja? Was machst du? Ich hab kurz was getrunken, warum? Nee. Machst du sonst irgendwas? Ich bin die ganze Zeit Paletten mit dem Schnäpperle ran. Schnäpperle! Ja, mach ich doch. Oder was meinst du? Soll ich was anderes machen? Naja, nee, mir ist wichtig, dass du hier mitarbeitest, ja? Ich frag ihn, ich helfe. Okay. Aber so. Die Bauwände brauchst du nicht, oder? Ja, die Bauwände müssen nur weg. So und so, das ist alles aus unserem Holz, alles aus unserem Stammholz, genau. Okay, Schepperle, mach du die Dinger und die müssen auch noch nach vorne hier. Die trag ich Zentimeter weg. Warum nicht? Hast du dir mal angeguckt? Da müssten wir schon ins Fitnessstudio gehen, gell? Tu mal hier dein Gurt für den Rücken umlehnen und dann geht er los. Aber Günther? Ja? Nochmal eine andere Frage, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also deine imaginäre Frau, gell? Ja. Hat dann zu dir gesagt, so, du gehst ins Fitnessstudio, ansonsten. Gibt es Einschränkungen? Oh! Die Einschränkungskeule? Genau. Au, scheiße, das tut weh. Das tut weh, Günther. Das ist natürlich scheiße. Du musst den Gurt anziehen. Aber dann sag ich mal, kannst du ja weitermachen, weil du ist eh durch. Das Ding. Ja, ich hab glaub noch eine neue im Warte, ich ziemlich schnell. Nee, mach das nicht. Lass uns mal die alte an. Du weißt nicht, was noch kommt. Alles schlecht.
Ich hab's schon aus. Oh. Ja, ich riech's bisher. Ich rieche. Ein kleines Götzerli. Ihr legt die mal drauf, auf den Beifahrersitz, ja? Nee! Nicht in den LKW rein! Leg's beim Brunsmann durch mit dem Sägewerk. Ins Büro beim Brunsmann. Jetzt machen wir erst grün fertig. Da liegt er gut. Och. Scheiße, ja, was denn das Wort ist? Was ist denn mit dieser Kackpalette hier los? Hey, jetzt bringt ihr wieder Größe? Sag mal, was ist denn mit euch? Die standen ganz hinten, die habe ich jetzt gerade erst gesehen. Ja, schön, Günther. Schön! Habe ich jetzt gerade erst gesehen, geil. Ja, und wenn ich sie jetzt da stehen gelassen hätte, hätte ich gesagt, wo muss ich denn da stehen lassen? Naja, ey, ganz ehrlich, ey, soll ich mal sagen, der Tieflader ist krachtevoll, wenn wir fertig sind. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich will, dass es gut Geld gibt. Na, das muss auf jeden Fall gut Geld geben. Günther, ich bin ja mal gespannt mit dem Boot, ey, was das... Oh, sorry. Ich bin ja mal gespannt, was mit dem Boot wird, Günther. Da bin ich auch drauf gespannt. Sorry, wie es ist, ich habe einen geheimen Plan. Kommst du denn heute Abend auch? Wenn das Boot fertig ist. Wenn das Boot fertig ist. Ja, warte. Was heute Abend? Ja. Was ist denn da? Party? Wie heute Abend ist Party? Wo ist heute Abend Party? Irgendwo. Günther, wo ist heute Party? Gar nicht. Du hast gerade gesagt, heute ist Abend ist Party bei Peppi. Nee. Günther. Ich glaube, ich habe mich da versprochen. Der ist krank, schwer krank. Du willst mich verarschen. Erstens, ihr feiert eine Party ohne mich. Zweitens. Ich hab dich doch gerade eingeladen. Nee, du hast gesagt, es ist keine Party. Günther, ich will jetzt wissen, ist heute Abend Party oder nicht? Ja. Kannst du mir mal so eine Palette hochgeben, hier, so die kleine? Ja. Ich würde die gerne noch hier oben draufstellen. Nee. So eine. Och, nee. So eine kleine! Hier vorne die! Ah! Oh, warte mal, die kannst du hochnehmen von hier unten. Nee, kannst du mir trotzdem hochreichen? Ja. Kannst du mir draufstellen? Ich hab recht, die drauf! Die Wände hier alleine! Ja. Schmeiß hoch, die Scheiße! Ja. Genau mal drüber! Och, nee. Doch! Ach, Scheiße, was soll ich denn mit der großen Palette hier oben? Hier! Gefangen! Nicht! Kannst du dich einfach hier oben drauflegen? Ich komm nicht hoch genug. Spring! Spring! Ja! Super! Die andere noch. Ja. Die andere noch. Also, zieh ich richtig. Oh, Schiss. Das darf doch jetzt nicht sein. Ja, hättest du richtig rum draufgelegt. Komm, schon du die Palette hoch jetzt. Da sehe ich das richtig. Wir haben, also du feierst heute mit einem krankgeschriebenen Baby heute Abend in der Body. Bei dir. Ja. Okay. Gut, in der ich nicht eingeladen bin. Doch. Warum lädt mich Peppi nicht ein zu seiner Party? Weil ich hab dich auch ehrlich gesagt ein bisschen zu früh eingeladen. Du hast mich zu früh eingeladen. Wir wollten erst warten, bis deine Laune gut wird und dich dann einladen. Meine Laune ist spitzenmäßig. Na gut, dann bist du jetzt eingeladen. Aha. Okay. Spannend. Ja gut. Kein Problem für mich. Kein Problem. Uhr bei Peppi zu Hause. Ja, ich werde dort sein. Bring Alkohol mit. Ich werde dort sein. Jo. Und soll ich euch noch was sagen? Ich habe nämlich einen geheimen Plan, Leute. Von dem wissen die anderen aber gar nicht. Nee, warte mal, warum? Wenn das Boot fertig ist, verpiss ich mich. Ich nehme mir das Segelboot und verpiss mich. Ich hau ab. Woanders hin? Ich habe nämlich schon längst neue Pläne geschmiedet. Komm, Schepperle, noch zwei Paletten. Du eine, ich eine. Ich habe nämlich fertig. Längst schon Pläne geschmiedet. Oh, nee, sind nur drei. Für ein neues, komm. Für ein neues Forstimperium. Aber es verrat mal gehen. Das wird gut. So, ja. Na klar. So, na gut. Perfekt, einmal hier drauf. So. Zap, zap, die noch hin. So, sieht ganz gut aus. Steht alles im grünen Bereich. Ich weiß noch nicht, wie wir die ganzen Abbauwände noch mit drauf kriechen wollen. So, wie viele Paletten sind das noch von den großen Balken hier? Oh, eine steht jetzt noch oben. Bitte? Also, letzte kommt jetzt. Die letzte Palette habe ich jetzt. Alles weg hier hinten. Alles weg? Ja. Das ist gut, ey. Dem Tieflader sind bestimmt 50.000 Euro, sagst du ja. 50.000 Euro sind da drauf. Sie müssen eine riesige Schlacht tun und alles auseinanderfließen, ja. Ja. Wird schon fest gehen. Mehr? Mehr, glaube ich, das ist mehr Geld. Willst du? Ich handel gleich. Mit was denn? Mit Dosenfutter. Holz. So, die Trockenbauwände sind jetzt auch alle da, oder was? Ja, alles hier.
Jetzt musst du nur noch beladen, du Belademeister. So, naja, warte mal. Ich hab noch. Ich muss noch einmal. Warte, ich muss noch einmal hoch. Eine, die müsst ihr mir noch hochgeben, die anderen zwei. Also, warte, hier so noch eine? Was denn? Ich arbeite jetzt 45 Minuten am Stück. Ja, ich weiß. Ist Pause? Naja, ist gleich Pause. Ich hab nur gedacht, dass wir die Scheiße hier noch fertig machen. Ja, ist okay. Ich wollte dich nur dran erinnern. Ist heute meine XXL-Arbeit. Dann machen wir das so. Gibst du mir mal die eine Langholz-Dings noch hoch? Was soll ich mit den Trocken verwenden? Wie soll ich die noch hin tun? Sonst aber nicht mehr, sonst Eis aufgeladen? Ja. Du bist ja geisteskrank. Die Trocken. Ja? Genau, die will ich. Die würd ich nehmen, bitte. Oh, schmeiß auch noch. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, die ist gut, 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 gut. So, Trockenbauwand, kannst du mir schon mal. Du willst doch nicht auch noch da drauf knallen, oder? Der erste GM. Okay. Nee. Und das sagst du lieber nicht. Ja, ich weiß nicht. Das ist so. Ich weiß nicht, ob der Schwerpunkt dann zu hoch ist und der die ganze Zeit umkippt. Da muss man halt mal langsamer fahren. Ich sag dir, die passen in der Mitte passen noch welche drauf. Gib mir mal ja, hier gut. In der Mitte. Das ist schön hier, das ist schön flach. Warte. Ups. Ja. So, kannst du mir die mal hier? Ja, gut. Wunderbar. Was machst du denn da? Nee, ist zu weit hinten. Da fällt die runter. Ja, so. Okay. Ja, lass los, lass los. So, lass los. Hab ich? Ja. Sehr gut. Das ist Nummer 1. Oh, 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 da kommt noch eine. So, stell die mal da drauf. Ja. Oh, der Schabberle kann das viel besser wie du. Nummer 1, Nummer 2. Das liegt daran, weil er sich immer in die Hose kackt. So, wenn du schon drehst, machst du doch gerade. Er ist gerade. Ist es nicht. Oh, lass los, nichts machen. Oh Gott. So, bist ja. Du? Ist drauf. Okay, warte. Und. Oh, vorsichtig. Zack. So. Oh ja. Guck mal, ich habe extra die Langspannkurve genommen. Das sieht aus. Ja, wunderbar. Ja, perfekt. Ich weiß ja nicht, aber. Was denn? Gut, Chevrolet, nehme ich. Ich hatte damals so einen Lehrgang. Ja? Beladungslehrgang. Hm. Und da wissen wir so auch was anwesend, oder was? Ja, da hast du mich ja hingeschickt. Ja, ach so, du hast ja was mitgebracht, Wissen mitgebracht. Ja, sicher. Das können wir fast nicht vorstellen. Ja, erzähl weißt mal. Du doch noch. Ja, also. Nicht. Ja? Du hast du gesagt, sollen wir aber nicht machen. So sollen wir es nicht machen? Nee. Wie denn dann? Mir ist es egal, von mir aus machen wir es so. Ich will, was ist jetzt das Problem? So oder was? Ja, ein bisschen, ne? Oder guck drüber oder was ist denn? Ist doch Ast rein. Hast du ist den doch Ast rein? Hast du in Wien so eine rote Fahne da? Na, deine Schlupper. Warum Fahne? Wo? Jetzt siehst du, du hast beim Beladungslehrgang nichts, rein gar nichts hast du gelernt. Warum? Der muss einen Meter überstehen, bevor man erst eine rote Fahne ja, braucht. Aber guck doch mal, wie hoch das da ist. Ja, mit sie müssen oben eine rote Fahne dranhängen. Und was soll ja. Da, dass die Hubschrauber und die Flugzeuge nicht dagegen fliegen oder was? Nee, für die Vögel. Für die Vögel? Ja, du kannst die, doch. Ja, stimmt, zu Vögel haben wir auch so eine Schulung. Bei roter Fahne höher fliegen. Oder was? Oder weiß ich noch nicht. Nee. Das sind komische Vögel wie du auf jeden Fall. So, na gut, du ich musst, würde sagen. Ja? Du musst vorne diese schwarzen. Klebevögel drauf machen, damit die wissen, dass sie da nicht gegenfliegen. Ja, Günther. Achso, verstehe. Gut, in diesem Sinne, ne, Günther. Ja, ich würde sagen, gehen wir das nächste Mal verkaufen, oder? Ja. Gut. Ja, dann. Ich weiß nicht, was ich hierzu sagen soll, Leute. Ich bin ja eigentlich nicht der Superarbeiter, aber das ist eine super Sache. Ja, wunderbar. In diesem Sinne. Ab die Rinne. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Günther uns in der Videobeschreibung. Wir sind erstmal raus. Heute kleine XXL-Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.